Als letzten Teilraum hat das Planungsteam die nördliche Maximilianstraße definiert. Ulrich Wieler wird dazu die wesentlichen Möglichkeiten der Entwicklung erörtern. Die Maximilianstraße, die ist was Besonderes im Stadtgrundriss. Man erkennt, sie ist ungewöhnlich lang und gerade. Das ist zu erklären damit, dass sie als Ergebnis einer Kriegszerstörung in den Napoleonischen Kriegen dem damaligen Zeitgeschmack gemäß breit und wie ein Boulevard angelegt wurde. Und diese Rolle des Boulevards hat sie auch über lange Jahrzehnte gespielt als Einkaufsstraße und als Eingang zur Altstadt. Diese Rolle ist hier in letzter Zeit ein bisschen verloren gegangen, sprich man sieht einigen Leerstand an Geschäften. Die Straße will nicht mehr so richtig lebendig sein, auch wenn es wichtige Mieter, also Einzelhandelsmieter hier nach wie vor gibt, auch Gastronomien, Hotels. Und das ist auf jeden Fall eine Qualität, die die Straße behalten soll. Als innerstädtische Fußgängerzone ist sie ohnehin schon qualitätsvoll an sich. Sie ist auch gestaltet worden um die 2000er Jahre rum. Aber man hat an dieser Art der Gestaltung in letzter Zeit immer wieder gegrübelt. Es ist ein bisschen wenig schattig, es ist ein bisschen wenig grün. Es wirkt sehr ausgeräumt und aufgeräumt. Also haben wir zusammen mit der Bürgerschaft auch bei Ortsspaziergängen herausbekommen, dass es doch einen Wunsch gibt, der Straße doch ja ein wenig mehr Gestaltung angedeihen zu lassen. Und wir haben jetzt einige Empfehlungen gesammelt. Da ist zum einen doch über Begrünung nachzudenken. Man weiß natürlich, darauf sind wir auch hingewiesen worden, dass es nicht einfach ist, in so einer Straße, Altstadtstraße, einfach Bäume zu pflanzen. Dennoch ist es wichtig über Begrünung, sei es über Kübelpflanzen, also wie genau das dann sein muss oder sein darf, muss man überlegen. Ganz wichtig ist die Begrünung jetzt auch unter dem Aspekt der Klima, wenn man so will, Klimaanpassung. Also wir müssen die heißen Sommer in irgendeiner Weise schattiger und grüner gestalten, also gerade in einer steinernen Stadt, wie wir sie in der inneren Altstadt von Regensburg haben. Also das Thema Grün ist uns wichtig, ist wichtig auch in der Gliederung der Straße, also kann durchaus nicht nur klimatisch, sondern auch für die Schönheit der Straße was bedeuten. Genauso wichtig ist das Thema Wasser, also wie könnte man Wasser integrieren, sei es über Brunnen oder in irgendwelcher anderer Form. Auf jeden Fall auch ein würdiges Thema zum Thema Klimaanpassung und Klimaschutz. Insgesamt ist natürlich die Maximilianstraße sowas wie ein Stadteingang. Wenn man vom Bahnhof her kommt, ist das quasi der erste Eindruck der richtig gebauten Stadt. Also auch diesem prominenten Rang muss die Straße gerecht werden. Wir haben gemerkt, dass es zwar eine Fußgängerzone ist, aber mit sehr viel Ausnahmeregelung. Also es ist zu gewissen Tageszeiten so viel Verkehr in dieser Straße, auch wenn er langsam fährt, dass man sich wundert, warum das so ist. Also auch da mahnen wir als Maßnahme oder empfehlen als Maßnahme, diese Zufahrtsregelung genauer zu bestimmen, um die Gefahr einer, doch aufgehobenen Fußgängerzone durch die Hintertür zu bannen, sprich um die guten Eigenschaften einer Fußgängerzone zu sichern. Was uns noch aufgefallen ist, man könnte noch einige Radabstellanlagen einbauen. Das ist natürlich so eine Detailsache, aber auch das entscheidet immer darüber, wie weit man diese Straße auch benutzen will oder benutzen kann. Es ist entscheidend auch für die Geschäfte, dass Radfahrende ihre Räder sicher abstellen können. Ein wichtiges Thema ist der Leerstand. Also ich habe es schon genannt, es gibt einige Geschäfte, Erdgeschosse, die sind nicht genutzt. Und da ist sicher gut, wenn so eine Art Leerstandscoaching oder Leerstandsberatung als Maßnahme durchgeführt wird. Das heißt, dass Einzelhändler bzw. Eigentümer von Immobilien animiert werden, aufgefordert werden, sanft gestupst werden, mit der Immobilie, mit dem Erdgeschoss was anzufangen. Vielleicht sind ja auch andere Nutzungen als Einzelhandel interessant. Vielleicht gibt es ja irgendwelche kulturellen Nutzungen, die man auch nur temporär als Zwischenlösung einfädeln kann. Das sind natürlich Ideen, die man auch mit so einem Leerstandscoaching anstoßen kann, die vielleicht manchem Eigentümer auch Ideen bringen für eine künftige Nutzung. Denn eins ist gewiss, der Einzelhandel ist im Umbruch
Und vielleicht ist ja gerade die Maximilianstraße ein idealer Austragungsort, einen urbanen Raum zu haben, der eben nicht nur durch Einkaufen bestimmt ist. Was könnte es denn sonst noch sein? Das ist die Frage, die man gerne in Zukunft beantwortet. Ich hatte es schon genannt, sei es jetzt kulturelle Nutzung, ist es vielleicht Gastronomie. Man wird sich einiges überlegen können und müssen, um einer Straße wie der Maximilianstraße wieder diesen Boulevard-Flair zu geben. Denn eines ist gewiss, die Maximilianstraße ist zusammen mit dem Bahnhof so eine Art Vorzimmer der Altstadt. Wenn die Maximilianstraße gut funktioniert und auch anziehend ist, kann man sagen, ist der Übergang vom Bahnhof auf jeden Fall attraktiver. Denn was in Zukunft, also in mittlerer Zukunft, auf dem Ernst-Reuter-Platz passiert, wird genauso über die Attraktivität dieses Stadteingangs, wenn man so will, in die Maximilianstraße entscheiden. Infos zu den anderen ISEC-Teilräumen bzw. zu den Maßnahmen und Projekten in der Regensburger Altstadt finden Sie in den anschließenden Clips bzw. online auf dem Conceptboard. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns über Kommentare und Hinweise.